The struggles of the city mirror the ebb and flow of the great waters. No tide must ever be allowed to advance unchecked from the eight principles. The lead from the abysmal gale has brought me here, to the captain's seaside mansion. Well, former captain. Omoira and most of his crew didn't survive their final voyage, but luckily for me, the ship's manifest did. It talked about a golden slab, which sounds like the compendium of a reproach the keepers have been looking for. The log said Captain Moira brought it home for safekeeping. I doubt he knew what he had, probably just wanted it for the gold. My stolen rowboat got me here in one piece. Now I just have to find and steal the compendium. There's no way to know how many of the captain's loyal men are guarding the place, but the household will probably be in an uproar over the captain's death. With luck, no one will notice me sneaking around. The widow Moira might know where her late husband kept his treasures. Maybe I'll start by paying her a little visit. Mission, das Haus der Witwe Moira. Aufgaben, finden Sie einen Weg in das Strandhaus, finden Sie und stehlen Sie die goldene Scheibe des Compendium der Schande. Verlassen Sie das Grundstück des Strandhauses. Hinweis, Witwe Moira könnte wissen, wo Ihr Ehemann das Compendium der Schande aufbewahrt. Die Spur von der Abysmal Gale hat mich hierher geführt, zum Strandhaus des Kapitäns. Verzeihung, des ehemaligen Kapitäns. Leider haben der alte Moira und die meisten seiner Männer ihre letzte Reise nicht überlebt. Wenigstens ist die Frachtliste des Schiffes unversehrt. Tja, Glück muss man haben. In der Liste ist eine goldene Scheibe verzeichnet. Das könnte das Kompendium der Schande sein, nach dem die Hüter suchen. Laut Logbuch hat Kapitän Moira die Scheibe in seinem Haus sicher verwahrt. Der Dummkopf hat ja keine Ahnung, was er da in den Händen hält. Vermutlich ging es ihm nur um das Gold. So, nachdem ich mit meinem gestohlenen Ruderboot und beschadet hier angekommen bin, muss ich nur noch das Kompendium finden. Ich weiß zwar nicht, wie viele seiner Männer das Haus bewachen, aber vermutlich macht ihnen die Nachricht vom Tod ihres Kapitäns immer noch zu schaffen. Wenn ich Glück habe, bemerken sie mich gar nicht. Seine Witwe weiß bestimmt, wo ihr verstorbener Mann seine Schätze aufbewahrt hat. Vielleicht sollte ich ihr einen kleinen Besuch abstatten. Irgendwas Besonderes dabei? Das sieht alles sehr normal aus. Alles klar. Karte einmal kurz checken. Das kennen wir schon. Stern. Schwarzer Bildschirm. Ladebildschirm. Kommt noch eine Videosequenz? Nein, kommt nicht. Das heißt, wir speichern mal eben kurz ordentlich. Ordentlich, sagte ich. Da, speichern. So, sehr gut. Und wir speichern auch nochmal quick. Da ist unser Bird, yeah. Töte alle. Was ist los mit dir, Neo Jutsu? Nur weil du deinen Kopf heute ein paar Mal verloren hast. Bist du aggressiv? Ich töte hier eigentlich nie jemanden. Wenn, dann hau ich alle K.O. Töten nur Untote und Monster, aber keine Menschen. Das tue ich eigentlich in Thief nie. Wobei, warte, in diesem Teil habe ich schon getan. Aber auch nur, weil ich darf. In Thief 2 durften wir ja niemanden töten. Weil wir da auf Experte gespielt haben und da war auf Experte ja Tötungsverbot. Hier gibt es sowas ja nicht. Aber ja, es sind keine Hamariten, ne? Also. Wir könnten mal wieder den hier machen. Und ein bisschen Freiraum schaffen. It's your turn already. I know. Let me just think. Waiting.
Don't rush me. I'm about to go. Listen, it's not that hard. Look, you're showing pelicans and mackerels, right? Just play them in order and you'll have at least two. Oh, Burix. What? What's wrong? You just won. I just won for you. Ha ha! Pay up, Mortimer! What did I win? Du winnst, dass du jetzt alleine bist und gleich erschlagen wirst. Das ist dein großer Gewinn, mein Freund. Sobald dein Kollege oben ist. What's that called? You find my ass. Kann es sein, dass ich Leute, die auf einem Stuhl sitzen, nicht K.O. hauen kann? Wäre das denkbar? Wäre das verdammt scheiße? Vermutlich. You fight like that. Tatsache, ich kann Leute auf einem Stuhl nicht K.O. hauen. Spiel, du bist scheiße. Ich kann es ja auch nicht meucheln. Gegner auf einem Stuhl sind praktisch unbesiegbar. Das ist ganz schön gemein. All right, you tapper. I can hear that. Ja, das bringt ja nichts. Auch wenn die Lampe... Auch wenn die Lampe aus ist, habe ich da nicht viel von. Stop your hiding. Come into the light. Die werden es trotzdem dann sehen. Ich glaube, ich muss ihn auch gar nicht ausschalten, just oder? Irgendwann kommt er wieder rauf und dann kriegen wir ihn. Ja gut, stimmt. Wenn ich, ja, dann müsste ich die Lampe ausmachen und warten, dass er aufhört zu suchen. Weil wenn ich die Lampe ausmache, dann wird er von dem Wasserfall so aggressiv. Und dann, das stimmt. In der Folge würde das funktionieren. Wasserfall draufschießen, Lampe ausmachen, warten, bis sie aufhört, mich zu suchen. Und dann könnte ich tatsächlich ihn angreifen. Aber okay, so hat es auch funktioniert. Das nennen die Strandhaus. Das ist voll die riesige Villa. Also so ein Strandhaus nehme ich auch. Kein Thema. Ziehe ich wohl ein. So, ich kann bestimmt auch irgendwo die Wand hochklettern. Ich gehe einfach die Vordertür rein. Dreistigkeit siegt, würde ich da mal behaupten. Bestätigung für das Handelsschiff Abyssmus Gale. Kapitän Morris üblicher Anteil, ein Viertel der Beute, Lieferung in sein Strandhaus. Eine Flasche Walfischöl, 100 gepökelte Schellfische, eine goldene Scheibe mit seltenen Verzierungen konnte nicht aufgeteilt werden. Darum verzichtet M auf einen Anteil der Beute. 4 geflochtene Körbe,
3 Flaschen Brandy, geprüft und freigegeben durch Emias Dolittle Hafengehilfe. Hafengehilfe? Mhm. Hello. Mhm. Das Scheibchen ist also hier. Boah, kann man hier eigentlich nichts mit Wasserfallen ausmachen? Ist ja voll die Verarsche. Überaus andächtige Musik hier gerade. Something moving. Nö, nö. Nothing. Guess it was just a what you call it. Trick of the light. Ja. Richtig erkannt. So. Aufgeledigt. Goldstücke zu. So wenig Gold soll ich hier sammeln. Spezielles Beutestück gefunden. Oh, wow. Ich bin ein Naturtalent. Ich wusste es immer. So, hier ist auch sonst gar nichts in diesem Raum. Hm. Wenn das so ist. Von hier kommt man auch nicht weiter, ne? Da ist auch nur wieder ein Bücherregal. Auch keine Hervorhebung. Der hockt da sehr apathisch, der junge Mann. Stören wir ihn nicht bei seinem apathischen Getue. In seiner Apartheit. Quasi ein Geist. Yes. I guess it's quieted down. Entschuldigung, Madame. Es war nicht so gemeint. Aber ihre Kronleuchter sind einfach zu schön. Die musste ich mir näher betrachten und bewundern. Erstmal ein bisschen Bücherverbrennung. Tja. So, gibt es hier noch was im ersten Stock oder im Erdgeschoss? Da müssen wir schon höher hinaus. Wir könnten unseren Kollegen hier noch aus dem Weg räumen, ne? Der kommt hier gerade so passend. Angedöppelt. Na du. Willst du dich mal umdrehen? So. Und in die Ecke mit dir. Was haben wir denn hier für eine große Halle? What are you up to? I was going to bring some wine to Widow Moira. I thought I left clear instructions that the widow shall get no wine. She's in a terrible state. She wouldn't know the difference between you and a murderer serving up a glass of poison. But wine is the last thing she needs. What if she swoons and falls to her death? Do you want that on your conscience? She saw me and made me swear I'd bring her a glass.
to cook this instant and tell him to hide the bottles, lest some other half-wit servant gets the idea to disobey my orders. Yes, Mistress Mastiff. Well, be off with you then. Yes, Mistress Mastiff. Oh, die Arme, tut mir voll leid. Hallo Titanium William. Grüße dir. War die gemein zu dir? So. Gott, hier wird aber viel getrappelt. Okay, ihn kriege ich, wenn er gleich hier wieder hinkommt. Und ihn? Ah, er läuft auch jemand rum. Das müssen wir etappenweise machen. Wie geht's denn, Titanium oder William, in welcher Richtung auch immer? Willkommen zu Thief Dry. Quasi der trockene Dieb. Huh? Ha? Back to work. Ja, ja. Nothing, nothing. This again. Na komm, beweg dich noch mal ein bisschen. Nothing there. No, not that I wouldn't be ready for anything. Oh. Hm. Was ist los, Madame? Teleskop. Wieder ein spezielles. Nicht deutsch. Ah! No problem. Heads will roll. Heads will roll. On the floor. Danke, Lexis, für den Prime-Sub. Ich bedanke mich. Recht herzlich. Vielen, 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 vielen Dank, dass du endgültig deinen Kopf abgeben möchtest. Das kann ich nur sehr gut heißen. So, yeah. William, I'm sorry, but this Let's Play is in German. I could tell you some things about this game in English as well. But, yeah, most likely this time I speak German. So if you want to know something. But yeah, greetings to you. Also, if it is English, I hope you at least then speak English, if it's not German. Good. Chalice, 100 pieces of gold. Bin ein bisschen enttäuscht, dass ich keine Wandteppiche kaputt hauen kann. Naja, wozu braucht man denn schon einen Kopf? Ja, das, ja, ja, Lexis. Du, endlich versteht man einer erstmal. Tatsache ist er völlig überflüssig. Niemand braucht einen. Niemand. Shire Cat Jess, ich heiße dich herzlich wieder willkommen hier bei mir. Huch, warum werde ich denn hier mit der Axt beworfen? Ich mache doch gar nichts. Tja, die Wurfaxt sucht sich einfach jemanden und köpft ihn. Wir nennen sie ja nicht umsonst den Lurk Detektor. I played this game a lot of times, different level of difficulty, even 100% loot. It was a nightmare running 2 hours to find 2% of loot. Oh, I can totally relate to that. The reason why I'm not playing on a higher difficulty here is that in this part the difficulty only increases the loot percentages and the AI capabilities and not the mission itself. I liked it more in Thief 2 where with higher difficulty levels, also the mission changed. So you get more tasks to do, that you were not allowed to kill someone.
which I really liked, and there in Thief 2 I played everything on expert, but just this loot more and things is don't like that that much. So, but I also had some missions in the past. Oh, damn it! Who's that? Shit. Your English is good. Thanks. It should be. I'm working mostly in English. So I always need a little bit to get comforted to it again. But today I had also 4 hours telephone conference in English. It was so exhausting. Thanks, man. Ich bin ein Kopfjäger. Sind wir das nicht alle? Sind wir das nicht alle? Hast du es schon wieder auf Nick abgesehen? Ja, anscheinend. That sounded odd. Well, William, by now I tried one Let's Play actually in German, in English. Nothing to do with me. I started to play The Council in English. And I have to say, playing a game, also moderating a game in English, is the next level. That's really getting harder because you have to think of what you're saying all the time. And although I'm capable of speaking English in a good manner, there are a lot of words which don't pop up in my mind so fast. So then it's sometimes a little bit difficult to do that. But was and is an interesting challenge. And improves my skills even further. erst Sonntag wieder. So. Willst du erst noch ein paar Köpfe sammeln, bis du wieder genug Materialien hast? Poor Cook. Ja, sorry, but he annoyed me. Nudeln mit Muschelsoße, Leibgericht des Kapitäns, 500 Gramm Muscheln, geputzt und eine Stunde in starkem Wein eingelegt. 500 Gramm Nudeln, Butter, eine Knolle Knoblauch, Nudeln und Muscheln kochen, den Knoblauch in der Butter anbraten, Nudeln untermischen, mit noch mehr starkem Wein servieren. Das klingt machbar, aber auch irgendwie langweilig. Der arme Koch. Ich meine der arme Kapitän, der sowas essen muss. Oh. Da ist eine Katze. Cool. Da ist eine Katze. Hallo Miete. Kann ich mich verraten? There is a YouTuber who prepares food based on a game receives. It's very funny. Cool. Could you tell me the name? You could also post it in the chat. I don't mind. So no worries for advertisement for others or so. What interested me? So this receipt is kind of... But if he does then also the ones from Final Fantasy or here the new Monster Hunter, I guess, has also many receipts, huh? I haven't played it so far. If he does that, they are very fancy meals. Included. So, what we do here? Can I get in the shadow without him seeing me? Ah, die Story jetzt rede ich schon die ganze Zeit auf Englisch. Einmal reingerutscht, schon bleibt man in der Sprache. Anna. Oh! Wir haben das nächste Level von Schloss gefunden. Wir müssen uns jetzt... Ah ja, man sieht da schon wieder nicht... Mein Kopf ist genau davor. Stimmt, ja. lol. Ist ja nicht so. Komm, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ja. Ist jetzt nicht gerade sehr spannend. Also ihr verpasst da jetzt nicht so die Welt. Beim Schloss knacken. Da gibt's Spannenderes. Link to the playlist. Thanks, man. I will check out later. No one here. Niemand in diesem Raum. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich... in aller Ruhe
looten. Und auch in diesem Teil gefallen mir die Innenlevel besser als Außenlevel. Donnerstag. Hört dieser Sturm denn nie auf? 3 Tage liegen wir nun vor Anker und wenn meine Männer keine andere Arbeit finden, muss ich ihre Heuer weiterzahlen. Der Schatz verblüfft mich. Was ist das nur für ein Gold, das so sehr glänzt und gleichzeitig so hart ist? Und was bedeutet dieses merkwürdige Symbol? Ob er wohl massiv ist? Nein, zu leicht. Er muss also hohl sein. Freitag. Ich habe versucht, ihn einzuschmelzen, doch die Hitze scheint dem Schatz nichts auszumachen. Ich habe von Gegenständen gehört, die mit einem Schutzzauber belegt sind. Könnte mein Schatz so ein Gegenstand sein? Ich habe ihn im geheimen Raum versteckt, um ihn nach meiner Rückkehr weiter zu untersuchen. Montag. Endlich legt sich der Sturm. Morgen setzen wir Segel. Wenn sich der Hafmeister von einem alten Haudegen wie mir bestechen lässt, zu schade, dass ich mein gutes, altes, goldenes Teleskop Nereide zurücklassen muss. Wer ist denn Nereide? Aber die Linse hat einen Sprung. Zum Glück bin ich nicht abergläubisch, sonst würde ich die Reise verschieben. Aber vorläufig bleibt es hier als Ausstellungsstück in der Rotunde. Das haben wir schon gefunden. Das ist schon in meinem Inventar. Streamst du immer dienstags? Ja, ich streame am Dienstag, Donnerstag und am Sonntag. Unter der Woche ab 20 Uhr, am Sonntag ab 19 Uhr und hin und wieder. Ja, das habe ich gesehen. Gehen wir gleich hin. Hin und wieder streame ich random zwischendurch mal. Also jetzt an den Feiertagen zum Beispiel. Könnte sein, dass ich auch mal zwischendurch random streame. Irgendwas dann. Jetzt habe ich aber im November ein paar Geschäftsreisen. Da wird leider ein bisschen was ausfallen. Das seht ihr dann aber auf dem Twitch-Kanal. Unten ist eine Programmliste mit den Terminen. Mit den festgeplanten. Da seht ihr dann auch, ob und wann was ausfallen wird. Leider muss ich ein bisschen umherreisen. Und so schön das auch immer klingt, auf Reisen zu gehen. Es kann bei gewisser Menge am Anfang zu nerven. Wo sind wir denn hier? Abstellkammer. No receipts for Thief 3, but there's for Thief 4. Oh, cool. I will play Thief 4 after this one. And hopefully, I said it also earlier, they will release a new Thief game sometime. I would really love that. Jetzt treffe ich mich nicht mehr so oft. Da sind ja auch ein paar mehr Leute jetzt im Chat. Ratte! Mein Kopf! Tja, kleine Freche. Da, der ist weg. Ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich quasi jedem von den Zuschauern auch quasi einen sozusagen Original-Kopf quasi zusortiere. Dass quasi jeder wirklich mit seinem eigenen Kopf startet und dieser eigene Kopf immer umherwandern kann von Leuten zu Leuten. Und dann könnte man den Bot fragen, wer gerade seinen Kopf hat und versuchen, ihn wiederzubekommen. Und die Leute, die ihren eigenen Kopf besitzen im Inventar, haben dann halt irgendeinen Boni. Ich arbeite noch an dem RPG, was darauf basiert. Es ist so viel zu programmieren. Ich habe so wenig Zeit. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Wieso läufst du nur die Wand hoch? Sieht doch dumm aus. Leg dich hin! So. Eine Badewanne. Mit nichts drin. Wertlose Spiegel.
This is the transcription of receipt. Resipi. Sehr gut. Very nice. You need exactly 3.141592654 onions to do the receipt. Maybe I... It's in English a little bit more difficult to remember which digits pi has. Oh! Is it here? Do you see it? Not so loud, Lavinia. No, it's not in this room either. Almost done with the upper floor. If you were the Widow Moira, where would you keep your late husband's telescope? We won't get anything out of the Widow, my precious. I've just had a peek at her. She's up on the roof raving, and she didn't know me from a field mouse. I didn't mean... I know, darling. The question is more probably, where did the late Captain Moira put it? He wouldn't leave the Nereid telescope just lying around. Bryce, we're doing the right thing, aren't we? I mean, its beauty is wasted on the Widow Moira. She doesn't appreciate the finer things. Well, it's right for us, sweet miss, but as an officer of the City Watch, I must confess it's probably not doing right by the Widow. Scoundrel of the City Watch, you mean? Looks like the Widow Moira has more than just me to worry about tonight. Hat die aber auch böse Wachen, Angestellte. Vor allem, wie blöd sind die eigentlich? Das Teleskop liegt unten in der Ausstellung. It's back. Muha. So. My word. I'm going to get help. I had thought you were some danger. 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 Oops. Da wollte ich mir einfach nur einen Tee eingießen und der fällt um. Kann wir das klippen? Oh ja, bitte. Das ist tatsächlich ein bisschen clipwürdig. Ich gebe es zu. Why not with Dagger? Because I found it funny to just continue and see what happens with him. Sure. I could have switch to the dagger. Totally true. But it was more funny this way. I actually sometimes like it to make fun of games when the engine behaves strange. Like with this guy. If he would not have fallen, then I would have switched to the dagger sometime, but it worked. I'm the king of the world! Funniest thing is to use oil flasks on stairs, let guards chase you and they fall. Actually, I haven't yet used them. They sound like a funny item, but also kind of... Yeah. Still need to try them out. Also ich habe die Ölflaschen noch nie benutzt in dem Spiel. William hat mich gerade darauf hingewiesen, dass man auch sehr viel Spaß damit haben könnte.
Dienstag, ich dachte schon, er geht nie. Daran ist nur dieses Mistwetter schuld. Die oberen Stockwerke habe ich schon durchsucht. Keine Spur vom Geheimnis des Kapitäns. Samstag, habe heute von der Sache mit der Abysmal Gale gehört. Geschieht ihm recht. Der Kapitän hat mir nie was geschenkt. Hat mich immer nur schuften lassen. Wie einen Hund. Ich schätze, Ginny wird Mrs. Moira die traurige Nachricht überbringen, aber wenn die Kleine kneift, übernehme ich das. Und zwar mit Freuden. Mittwoch. Solange die vielen Gäste hier sind, kann ich nicht nach einem Geheimraum suchen. Ich muss also noch ein Weilchen den treuen Ständisch spielen. Vermutlich lacht sich der Geist des Kapitäns tot über mich. Wenn ich keinen Schatz finde, schnappe ich mir diesen silbernen Spiegel im Badezimmer der Witwe. In ihrem Zustand wird sie ihn wohl kaum vermissen. Habe ich gerade silberner Spiegel gelesen? Ja, ich habe die Platte gesehen. Ich werde da gleich wieder hingehen. Ich hab da nur gerade wie ein Schnarchen gehört und dachte mir mal. Da sag ich mal guten Tag. Ich kümmere mich erst um diesen Raum. Ist da noch eine Tür? Na gut, dann gehe ich halt jetzt zurück. So. Ah. Das ist interessant. Aha. Das ist nett. There is a key on boxes around the floor, okay? Thanks for the hint. Ah, this is just another secret entrance. Ich werde mal so langsam ins Bett verschwinden. Wünsche euch noch viel Spaß, vielleicht bis Donnerstag. Alles klar, kleine Freche. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Thanks, William. Got the key. Und dann hoffentlich, oder wenn du magst, bis Donnerstag. There are three... What? Three entrances to the whole building, you mean, huh? So I let me guess. The one I just found on top of the main entrance itself, which I took in the beginning, and you can climb the tower to the very right of the building, I would assume. Ha! Thanks. Oh. Da ist noch eine Truhe. Wie gesagt, das Schlösserknacken ist nicht so spannend. You missed two items by the fireplace on shelves. Good. Oh, and here as well. Three items. Yeah. William, you might recognize that the game is a little bit modded. So the typical very blue shade, which comes around the usable items, is gone to a slight darker brown shade. I just found this more pleasing for the atmosphere of the game. Besides... I just... Yeah. Alright, sneaky update and also some other... For
minor modifications, like my weapon scroll is on the left side and so on. So I'm not sure which comes exactly from which mod, because it's a mod pack with the sneaky update. I also used a modification for Thief 2 to play it in HD. When I played the first Thief, I got in contact with the developer of the HD mod for Thief 2, Bantrax. And then I actually wanted to wait for the completed HD pack, but it still takes him a little bit to do that, so I played then on the intermediate or on the alpha version of the, or beta version of the HD pack. Because I couldn't wait anymore. And it's already quite nice. So, oh, fancy. Where do I get here? Ah! Ich rede wieder in Englisch. Hey, William! Thanks! Thanks for the follow! And even to a German channel. It's even more an honor. Main entrance. Ah! So I could get away from here. Yeah, welcome to the headless crowd. You're more than welcome. So, was haben wir denn hier? Curtis Tagebuch, Seite 38. Wenn die Witwe nicht wäre, hätte ich längst gekündigt, aber wenn ich gehe, stehlen sie ihr noch das letzte Hemd. Natürlich kann ich nicht überall sein. Aber Gott stehen... Aber Gott stehen... Sorry. Ich werde ein bisschen müde. Langer Tag. Aber Gott stehe denen bei, die ich erwische. Ich muss den Tatsachen ins Auge sehen. Sie ist nicht bei Sinnen. Heute Morgen gab sie mir eine alte Münze als Trinkgeld, die Glücksmünze des Kapitäns. Das gute Stück ist mindestens 200 Jahre alt. Die Ärmste muss sie in seinen persönlichen Sachen gefunden haben, aber wenn ich sie ihr wiedergebe, schenkt sie sie ständig. Ich werde sie in die Bibliothek bringen, vielleicht finde ich ja heraus, was sie wert ist. Ich hoffe mal, die habe ich schon. Und ich glaube, die habe ich auch tatsächlich gefunden, wenn ich da noch richtig liege. Yay, nachdem ich meinen schon zweimal verloren habe. Einmal an mich selbst. Ach, du hast also endlich meinen anderen gefunden. Sehr gut. Ich beglückwünsche dich. Oh, wird schon ein bisschen dunkler hier, ne? Wenn es bei euch so dunkel wird, dann sagt gerne... Sagt gerne auch Bescheid. Ich habe es für euch schon ein bisschen heller gemacht. Kann das aber gerne noch ein bisschen nachdrehen. Bei mir ist das sowieso ein bisschen heller, weil da oben leuchtet ja meine Lampe gegen mich. Und das macht natürlich es ein bisschen schwerer. Hä? Ich hätte schwören können, hier wäre ein Gang, wo der reingelaufen ist. Oh, oh. Und dreimal, mein Eimer Shelby heute wandern. Ja, der ist anscheinend beliebt. Alle wollen deinen Schädel haben.
sounded almost like... Ja? Nach was denn, mein Freund? Wonach klang es denn? How did you fix brightness for the stream? In other streams it was very dark, even if streamer set maximum brightness, OBS setting or something? Yep. So, actually twofold setting. On the one side, the OBS setting for the general game to be brighter in recording. And then that it's brighter for myself, because this is not influenced by OBS. It's my graphics card, which pitches just the whole monitor in brightness. And then in the post for YouTube, I all the time check also the brightness. And actually for YouTube, I have to set the brightness back again a little bit. Well, this is only some few degrees in brightness, so no big loss in quality. And actually with this graphic, the quality loss is not relevant. No problem. Ich sage mal nicht, wozu ich den brauche. Ich weiß ja nicht, was du mit den Köpfen deiner Feinde machst. Neo. Ginny, wenn wir etwas zustoßen sollte, sei es, dass mein Schiff gekentert oder ich aus einem anderen Grund nicht zurückkehren kann, sorge bitte dafür, dass sich Edwina die Nachricht anhört, die ich mit diesem alten mechanischen Victrola aufgezeichnet habe. Das Victrola steht im Schlafzimmer. Es ist eine Art sprechende Maschine. Sie muss sie nur einschalten und schon hört sie meine Stimme und meine letzten Worte an sie. Gezeichnet Captain Moira. PS, sorge dafür, dass niemand im Raum ist, wenn sie die Nachricht abhört. Meine letzten Worte sind nur für sie bestimmt. Denkst du, mein Freund? Denkst du? Ja, hier. Brauche ich eigentlich nicht, weil den Gang haben wir schon. Aber egal. Na los, Katze. Okay, wir müssen also zu seiner Study. A secret room, eh? Always my favorite room in a house. Sehr gut. Ach, Jazz, wenn du keinen Kopf mehr hast, dann sag Nick dir das schon. Keine Sorge. Use left click to open faster. Also use VRSD to rotate. Oh. That's a very useful hint. I was not aware that this is possible. Ah, okay, this is the Bible. And then there's the study room. So
so we are not here correctly. Meine Axt liegt irgendwie komisch. Tja. Was ist damit gemacht? Dass sie komisch fliegt. Oh, danke. Take that. Sie hat definitiv eine Vorliebe. Oh ja, anscheinend sieht das definitiv. Ich habe da noch jemanden gehört. William, your tip is working very well. Thanks. Hello? That was close. That's not funny. Turn that back on at once. Das war echt knapp. Ich habe die Lampe gar nicht erwischt. Ich würde ja sagen, wir tauschen, aber meine attackiert ja auch mich. Vielleicht hat der Bot einfach eine Vorliebe für dich. Dass der einfach deinen Namen immer ausspuckt. Also, you can combine various D to rotate to 45 degrees and so on. That's neat. That's pretty neat. Okay, I need to check the alley here. I know I can go upstairs. Nach oben. Ich will erst noch mal kurz. Wow! Da war ich aber lucky. Dann sollte ich lieber mal wieder auf Nick absehen. Kannst du versuchen? Okay, offensichtlich waren wir hier. Sehr gut. Ich wollte mich dessen nur vergewissern, ob wir denn diese Ecke auch schon geplündert haben. Really, Robert? Can't you just tell me yourself?
That silly Victrola annoys me. Why must we have that ugly mechanist thing crouching in our bedroom? If your message is really so important, then you'll tell me yourself. At dinner. Yes, dinner. I'll have cook prepare all your favorites. You must be a friend of Robert's, perchance? One really ought to recognize one's own guests, but the fog has been so thick lately. Could you somehow find it in your heart to fetch me a glass of wine? The servants have forgotten. Wine, huh? Chilly night. I could go for something warming myself. Did you? Was haben wir denn hier? Drücken Sie den geheimen Schalter im Studienzimmer und laufen Sie in die nördliche Galerie, bevor sich die Geheimtür schließt. Die nördliche Galerie liegt im ersten Stock des Strandhauses, genau unter dem Schlafzimmer. Stehlen Sie die goldene Scheibe des Kompendium der Schande. So, Witwe Moira könnte wissen, bla bla. Lord Moira hat seine Witwe auf dem Victorial im Schlafzimmer eine Nachricht hinterlassen. Jo, die Witwe hätte gerne etwas Wein. You hear that? Ginny? Ginny, come quick. Okay. I heard a sound, like a voice, carried on the wind. It was Robert, I'm sure of it. Don't tell me it was a trick of the wind. I know the difference. No, I will not come down. Ich bin nur etwas irritiert. Wir haben jetzt schon mehrere Schlüssel gesammelt, aber es muss irgendwo noch einen Ort geben, den ich noch gar nicht gefunden habe. Leider gibt es in diesem Teil nicht mehr so detaillierte Karten. Wie in Thief 2 noch. Gehen wir kurz hier runter. Ich muss mich mal eben ein bisschen orientieren. Oh. Mist. Wo ist jetzt die Bibliothek? Ist sie nicht dann hier? Oh. Ich hab vergessen, dass der da sitzt. Under the stairs, there is one piece of loot. Okay, thanks. I forgot that the guard is sitting there. Neo, Alter, 27 Köpfe, da bist du auch schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. You'll never believe it, Robert. The servants have had the impertinence to refuse me. Ich muss unseren Freund, glaube ich, da noch aus dem Weg räumen. Under the stairs is one piece of loot. Ah, I got that. Already. Thanks. So the study was now here, and here is the guard. So there's the switch. Here in the kitchen, we should find a glass of wine, or? Also ich bin wirklich neugierig, was die Tante macht, wenn sie ihren Wein bekommt. Kein Wein? So die Küche immerhin. Aber wenn das als Hinweis aufpoppt, dann kann man ja bestimmt. Any bottle is okay. Ah, okay. Thought it would be a pickup.
Du kannst mir einfach meinen Kopf zurückgeben, dann kannst du deinen behalten. Macht ihr schon... Macht ihr schon irgendwelche Deals? Bryant tells me you've left a message for me on the Victrola. Really, Robert? Can't you just tell me yourself? That silly Victrola annoys me. Why must we have that ugly mechanist thing crouching in our bedroom? If your message is really so important, then you'll tell me yourself. At dinner. Yes, dinner. I'll have cook prepare all your favorites. Thank you. Now perhaps I can settle my poor nerves. So kind of you to fetch it, so that I could stay and watch for my dear Robert. I know I've not thanked you properly. And a poor woman's gratitude is not worth much these days, is it? I can hardly trust my other house guests. They think I don't hear them sneaking about. But I do. When Robert returns, he and Julie will let anyone. I could go for something warming myself. He'll always look out for me, one way or another. You'll never believe it, Robert. Sailor. The servants have had the impertinence to refuse a friend of Robert's. Good. I triggered a bug. No one really ought to recognize one's own guests. Robert, the fog has been so thick. Could you get a glass for yourself? Awesome. Die Witwe hätte gerne etwas Wein. Huh? Ich habe aber irgendwie keinen. Then I'll have to somehow find it in your heart to fetch me a glass of wine. Okay, now I'm confused. There is no new information. Okay. Hey, and the key is back? Oh. Weaver knows. If you don't steal money from the hidden, you'll never believe it, Robert. Heal me. You find some money at your apartment. Refuse me a glass of wine. No, not even my Ginny. Robert, could you get a glass for yourself, and then I'll have a sip. Then you see, I might sleep. Hidden room. I am so weary, my darling. Also, yeah, hidden room. If you don't steal money from the hidden room, you find some money at your apartment. But I want to get to the hidden room. Did you hear that? Ginny? Ah! Ginny, come quick. Okay, jetzt weiß ich, warum ich verwirrt war. Like a voice carried on the wind. It was Robert, I'm sure of it. Die macht doch gar nichts. Don't tell me it was a trick of the wind. I know the difference. No, I will not come down. She's not doing anything. I don't get her drunk. Nothing is happening here. Hey, my lady. But actually, I know where the hidden room is, so why bother with her? I was expecting that there is a real change in the mission description. But, okay, no problem. Now she can enjoy her... her wine. So, now, what I need to do now is find the shortest path to the library. Should be somewhere. Oh, this is the bathroom. This is the library is below the bedroom. Didn't she tell something about the cat? So I need to go downstairs.
So then study and library are on the same floor. Okay, about that. Ich muss runter auf die erste Ebene, da wo auch die Study ist. Da müsste ja die Library neben der Küche sein, oder? Da hinten ist die Study. Ist dann die Library hier? Das ist dann die Library, oder? Ist das die Library? Könnte sein, ne? Okay, das heißt, von hier zur Study ist hierdurch am schnellsten. Da müssen wir dahin. Dahin, dahin. Okay. Dann laufen wir mal los. Ja, das Spiel gibt uns bestimmt ausreichend Zeit, weil theoretisch laufen wir noch Wachen rum. Die man ja auch nicht ausschalten muss. Ah! Tada! Na, komm, Garrett. Garrett? Okay. Ich muss aber auch wirklich sagen, da sind mehr Bugs in dem Spiel als in Thief 2. Also so viele Bugs hatten die alten Teile nicht. So. Gerade so Bewegungsfehler. Hallo? That's got to be the compendium. Yeah, the floating bug is really cool. But I found out that if you can fall a little bit when you have the floating bug, then you can walk again. But if you are on a plane surface without falling potentials, you are kind of lost. Liebste Edwina. Wenn du diesen Brief liest, weile ich nicht mehr unter den Lebenden. Aber fürchte dich nicht, denn ich habe für dich gesorgt. Mit dem Geld in der Kiste kannst du die Dienerschaft auch weiterhin bezahlen. Außerdem ist da noch eine goldene Scheibe, allerdings weiß ich nicht, wozu sie dient. Möglicherweise ist die verhext, egal. Du wirst sie ohnehin nicht brauchen, du hast ja das Gold. In ewiger Liebe, Robert. Monitors. Hi, my name is PK. That was the thing that drove me nuts. I hated having to knock an arrow every time I started floating. Lol. Yes. Also annoys me a bit. But overall, I like the game too much. Still, I like Thief 2 more. But this is also very good. You stole the money! Don't really need to shoot an arrow. Yeah, but you will... You said if I don't steal it, then I find something in my apartment. Some money. Why should I... Do I find more in the apartment? Or would I have found more in my apartment? If I don't steal it? I could still load it. I understood it more like an option, like yes or no. But you steal it, nothing in apartment. Okay, I will load it. Just to be curious what happens. Same, do you have it capped at 60 FPS from an external application that fixes a lot of problems? No, I haven't. Oh no, I already... Ah, wait, I have more quick saves.
Good to know. Which box does it fix if I have a maximum of 60 FPS? I could do this via the graphic card, I assume. And interesting that I'm starting to attract English viewers with this game. Since I stream in German. Actually. But yeah, you're still also welcome. So I don't steal it. Good. No problem. I have a little problem with that. To not steal loot. Yes, there is a tool. It fixes the running issue. Which running issue? I haven't had yet a running issue. Yeah, I saw that, but nobody streamed Thief games. But the FPS capping helps with the camera jitter. It stopped the floating bug from happening so much. Oh, the jittering would be really cool to get rid of that. No one is streaming Thief? Should I maybe think about restreaming the Thief games in English? Is this planned? Could I please? Please, door? Ich habe es wieder geschafft. Was hast du geschafft? Oh, du hast wieder den Nick geköpft. Ah, there is a guy in front. There is an NPC in front of the door. No! Well, Thief streams are really rare. I would watch it if you played through the Thief games in English. We are getting him every time a bit more. Come get it! Yes! I'm so lucky in placing guards. Actually, you see the entrance. If you look closely. Good! Good! Yeah, so... I started to stream in English. Currently I'm playing... Wait, wrong direction. Currently I'm playing one game in English, The Council. Which is yet not finished, but currently I'm waiting for the new episode. But not so much... else. Could you please select the lower button? Thanks. Das ist der, den du hingelegt hast. Jo, ja, richtig, richtig, Neo. Richtig, richtig. Ja, natürlich, den dümmsten Fehler mache ich immer noch selber. Gar keine Frage. Ba-bam. Oh! Floating back, floating back. Da-da-da-da-da, floating back. Floating. We have the floating bar. You don't have to shoot the arrow. You just need to pull the bow and then you can abort it. Mission beenden? Möchtest du die Mission wirklich beenden? Ja, möchte ich. I've stolen the compendium. The book that the glyph key opens up. Choose an arrow. Choose. Once I bring it back to the keepers, we'll finally get to see this long-lost prophecy of theirs. I hope it makes interesting reading. Yeah, sorry. Long day. Which hampers, so which makes my German worse, it makes my English worse. I'm getting tired. Ich habe das Kompendium gestohlen, das Buch, das der Glyphenschlüssel öffnet, den bitte. Sobald ich es den Hütern zurückgebracht habe, können wir endlich
Ach so, nein, ist ja richtig. Quatsch, was lag ich denn da? Ist natürlich, dass der Glühschlüssel öffnet. Sicher, der Glühschlüssel öffnet das Kompendium. Sehe ich richtig. Sobald ich es den Hütern zurückgebracht habe, können wir endlich einen Blick auf ihre verschollene Prophezeiung werfen. Hoffentlich lohnt sich der Aufwand. Guck mal in die Statistik. Oh, Neo, da bist du aber lieb. Gib schön nochmal einen Pfeil zurück. Den Kopf des Erzfeindes. Ein Pfeil. Nee, Kopf, nicht Pfeil. Schrecker normal, Zeit, eine Stunde, Beute, oh, ist gar nicht so schlecht. 70%. Einmal entdeckt, jo, stimmt, das war mir aber egal. Getötete Gegner 3. Hab ich 3 Leute getötet? Stimmt, den einen ganz am Anfang, dann noch einen oben im Saal, den dritten, weiß ich gar nicht. Ah ja, den Typen, den ich ganz oft mit dem Knüppel gehauen habe, der ist bestimmt auch gestorben. Hat in Thieves 2 ja auch Leute getötet, wenn man das ganz oft gemacht hat. Hat übrigens keiner geklippt, ne? Oh, das muss ich rausziehen aus der Aufnahme. Ich das nochmal kopiere. Okay. Weiter. Wo kommen wir jetzt wo raus? Was passiert? Wo werden wir sein? Was wird passieren? Ah, wir landen wieder hier. Aufgabe erledigt. Neue Aufgabe. Gucken wir mal eben rein. Gehen Sie in die verbotene Bibliothek und hören Sie Kaduka zu, wie sie aus dem Kompendium der Schande vorliest. Oh. Das ist natürlich sehr gut. Okay. Gut. Ich speichere mal. Will you go and take the money or later? Oh, it's a good thing. I could do it now. Yeah, let's do it now. I'll do it now. Still as part of this YouTube episode. So I'm currently in parallel recording for YouTube. So like every mission. Well, if there are short 2 missions, go to YouTube. We are now at roughly 1:17 for this episode. So I will go to the apartment and see what we get there. And with that, I will close the episode for YouTube. Thief Deadly Shadows. Wir allein wissen um die Geheimnisse der Glyphen und nur wir kennen die Wahrheit. Archive der Hüter. So. Zum Stadtviertel. Oder. Or is it after the Forbidden Library episode? Don't remember. Well, it was a long time ago. I will try to find it now. We will see. And if it's not there, I will send out all my viewers to cut off your head. This was the hidden room. Laden. And if I don't save any more quick saves, the last one should still be in the library. So if it's not in the apartment, I could pretty easily beam back to the library. It's really nice that there are all the time water arrows here. Hattles, in dem Raum rennst du jedes Mal rein. Ja, ich habe den gerade absichtlich geöffnet. Einfach nur so.
Letztes Mal war ich wieder verwirrt, aber jetzt war das reine Absicht. Da ist unser Vermieter. Garrett House, ja. It's only his. Okay. Question is, where is this treasure? Treasury treasure. Where are you to be found? What's that? Garrett, meine Bediensteten sagten mir, dass ihr meinem Heim kürzlich einen Besuch abgestattet habt. Sie nennen euch einen berüchtigten Dieb und einen überaus gefährlichen Mann. Dennoch schulde ich euch Dank. Nach einigen Tagen der Ruhe erinnere ich mich nun an einen zuvorkommenden Fremden, der mir ein Glas Wein kredenzte. Dieser Fremde müsst ihr gewesen sein. Nach eingehender Prüfung bin ich überdies zu dem Schluss gekommen, dass nicht ihr mein Erbe gestohlen habt. Wie mir scheint, seid ihr besser als euer Ruf. Tief in eurem Innern seid ihr ein guter Mensch. Ich möchte mich deshalb bei euch kenntlich zeigen und schicke euch diese Flasche Wein. Genießt ihn, es ist ein guter Jahrgang, vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder. Hochachtungsvoll, Edwina Moira. Cool. Okay. So, I traded 500 gold for 150, but maybe some future advantages too. Okay, wir haben ein Silberschloss, das ich jetzt versuchen kann. Wuhu! Ich habe unser Silberschloss geknackt. Just for fun being kind. Okay. Ah, no problem. I also take that. Good. Yeah, Thieves, Garrett's House ist wirklich ein guter Punkt, um die YouTube-Folge zu beenden. YouTube, wir sehen uns dann wieder übermorgen. Twitch bleibt noch ein bisschen dran. So, I will just end the YouTube episode. Twitch, please stay tuned for a little bit more. So, YouTube, nicht den Kopf verlieren.